Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in der Essen-Vorschau. Weiter geht's diesmal mit Spielen aus Japan und Spielen von Japan Brand bzw. Minimal Games. Japan Brand und Minimal Games sind Dachmarken, unter die verschiedene Kleinverlage aus Japan geschlüpft sind. Und ja, dass aus Japan durchaus auch gute Spiele kommen können, hat man an Love Letter gesehen und hat man auch an Machikoro gesehen, das ja dieses Jahr zum Spiel des Jahres nominiert war. Bevor wir anfangen, nochmal der Hinweis: In der Videobeschreibung verlinke ich zum einen alle Spiele von Japan Brand und zum anderen freue ich mich mal wieder über Rückmeldungen zur Technik, zum Bild. Und vor allem zu der Frage, ob hier irgendwie Ton und Bild leicht zeitversetzt sind. Wenn ja, habe ich keine Ahnung, woran das liegen könnte. Japan Brand hat ganz, ganz viele Spiele im Angebot. Ich stelle in dem Video einfach mal willkürlich drei Spiele vor, die ich mir ausgesucht habe, die ich nach dem Regelstudium besonders interessant fand. Und wir machen hier direkt auch mal einen Test, ob ich es schaffe, euch hier meinen Bildschirm freizugeben. Das erste Spiel, das wir uns anschauen, heißt Reidemeister. Und bei Reidemeister müssen wir mit Schnüren bestimmte Muster formen. Welche Muster das sind, erkennt man hier unten auf diesen Karten. Und der Clou ist, dass, oder man muss besonders knifflig ist, dass wenn diese Schnüre sich kreuzen, muss man darauf achten, welche Schnur oben liegt und welche unten liegt, also wie genau diese Kreuzung erfolgt. Erkennt man daran, dass immer der durchgehende Strich die Schnur ist, die oben liegen muss. Habe ich ausgesucht, weil sich das für mich so nach einem ganz netten neuen Knobelspiel angehört hat. Schnüre als Spielmechanismus ist jetzt nicht ganz neu. Es gab ja auch mal dieses Eisenbahnspiel, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das hieß, String Railways, String Rails, wo wir auch mit Schnüren unsere Eisenbahnstrecken gebaut haben. Das zweite Spiel, das ich rausgesucht habe, ist The Mystery of Datacoma, ein Kommunikationsspiel. Bei diesem Kommunikationsspiel gibt es einen aktiven Spieler, den Professor, und dieser aktive Spieler greift in einen Sack und in diesem Sack befinden sich unterschiedlich geformte Teile. Der Professor denkt sich dann zu einem Teil, das er fühlt, aus, was es denn sein könnte. Dabei geht es darum, möglichst kreativ zu sein und jetzt nicht irgendwie bei diesem Kreis hier zum Beispiel zu sagen, Ring. Das wäre ein bisschen zu simpel, sondern vielleicht ist das ja auch ein Planschbecken, eine Toilettenschüssel, ein Donut, ein Maßring, ein, was weiß ich, der Ring, der eine Ring. Nachdem der Professor sich das ausgedacht hat, wird das entsprechende Teil aus dem Beutel gezogen, mit den anderen Spielern gezeigt und die stellen dann Fragen und müssen so herausfinden, was das denn sein könnte. Das Spiel kommt in zwei unterschiedlichen Ausführungen und diese Ausführungen unterscheiden sich von den Spielteilen her. Das hier ist die Version A und das hier ist die Version B. Kommen wir zum letzten Spiel von Japan Brand, das wir uns hier in diesem Video anschauen. Goda Cheese. Goda Cheese, ein kleines, flottes, schnelles Kartenspiel. Jeder Spieler hat einen Satz von sechs Karten. Ein Hund, eine Katze und verschiedene Mäuse. Und mit diesen Karten oder Ziel des Spiels ist es, dass die Mäuse so an Käsestücke angelegt werden, dass sie diese auffuttern können. Das sind die Käsestücke, denn nämlich wenn immer eine Maus ein Käsestück futtert, ist das ein Siegpunkt wert. Diese Käsestücke liegen in der Mitte aus und dann werden nach und nach an jedes Käsestück Tiere angelegt. Diese Tierkarten werden teils verdeckt und teils offen angelegt.
Und so bildet sich zu jedem Käsestück eine Reihe von ausliegenden oder anliegenden Tieren. Nachdem alle Tierkarten ausgespielt wurden, werden die Reihen aufgedeckt und dann werden diese Tierkarten ausgewertet. Hunde vertreiben zum Beispiel Katzen, die sich in direkter Nachbarschaft befinden. Katzen fressen Mäuse, die sich in einer bestimmten Reichweite befinden. Und dann die übrigen Mäuse fressen eben Käsestücke, manchmal nur einmal, manchmal zweimal. Und jedes Käsestück gibt an, wie oft es gefressen werden kann. Wie gesagt, jedes Käsestück, das gefressen wird, ist ein Siegpunkt wert. Und wer am Ende die meisten Siegpunkte hat, hat gewonnen. Ja, so viel zu den Spielen von Japan Brand. Noch ein Hinweis, es gibt, wie gesagt, viel, viel mehr Spiele von Japan Brand. Es sind nicht nur so kleine, flotte Spiele, wie ich jetzt vorgestellt habe, sondern es gibt durchaus auch richtig große Brettspiele. Bei Air Alliance müssen wir zum Beispiel eine Fluggesellschaft leiten und Passagiere um die Welt befördern. Also auch solche Spiele sind bei Japan Brand im Angebot. So, sehr schön. Da bin ich wieder. Nochmal der Hinweis, wenn euch einzelne Spiele interessieren, dann könnt ihr in der Spielbox-Neuheitenliste oder auch in der Spielama-Neuheitenliste auf den Link zu mehr Informationen und Regeln gehen oder draufklicken. Dann kommt ihr zu diesen Detailseiten, die ihr jetzt gerade gesehen habt. Und da könnt ihr euch dann auch die Regeln herunterladen und euch so nochmal eine eigene Meinung bilden. Ja, das war's von mir. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian.